Und weiter geht's mit der vierten Mission der Conqueror's Pride-Kampagne von Stronghold Europe. Schottland, das Land der Seen. Und im Übrigen, ich muss mich entschuldigen im Nachhinein, hier Melchstracken ist der walisische Drachen. Das kam mir erst im Nachhinein, es ging ja um Waliser und das war jetzt kein Eigenname zu sehen. Welsh ist halt einfach nur das Adjektiv von Walisch, also quasi Walisch, Walisisch. Also Waliser, ja. Mir kam das tatsächlich spontan nicht in den Sinn, dass Welsh quasi für Wales steht. So, das wollte ich sagen. Aber gut, wir machen weiter mit dem Schottland, dem Land der Seen. Yay. Könnte übrigens sein, dass ich letzte Folge auch Flüsse gesagt habe statt Seen. Das passiert mir gerne mal. Ich weiß eigentlich, dass Lakes Seen sind. Und das ist so einer dieser typischen Fälle, wo mein Kopf was anderes sagt, als mein Hirn denkt. Passiert hier und da. Okay. Pummeluff wurde besiegt und Wales gehorcht ab nun dem englischen König. Oder wirft sich dem englischen König. Aber jedoch brach ein neuer Konflikt aus. Der König Schottlands schwor. Edward seine Treue. Jedoch nicht die schottische Bevölkerung, nicht das schottische Volk. Ich weiß, welchen Konflikt. Ja, okay, jetzt sehe ich den Namen. Ja, alles klar. Die Rebellen wurden vom berühmten schottischen Adligen William Wallace angeführt. Den kennen wir doch. Der die englische Armee in Stirling besiegte. Unsere Armee ist des ständigen Kämpfens müde. Wir müssen... Wir müssen ein Dorf umgeben von Seen befestigen und uns auf einen blutigen Kampf vorbereiten. Umgeben von Seen. Bereite deine Defensive vor und... Ja, und bring deine Wirtschaft zum Laufen. Dann konzentriere dich auf... Rüstung und Schwertproduktion. Benutze Religion und Bier, um Geld... die dabei helfen, hier Geld zu scheffeln, Geld heranzuzüchten. Haha. Was? War Dogs? Okay, ich soll jetzt Kriegshunde einsetzen. Hier kochendes Pech, Killing Pits, Mangonele, um die Verteidigung zu verstärken. Ein Apotheker gegen Krankheiten, klar. Gut, das heißt, gäb's bisschen. Oh ja, okay. Alles klar. Wir sollen schön große Lücken lassen zwischen unseren Gebäuden, um Feuer vom Ausbreiten zu hindern. Also ist Feuer hier eine Sache? Eventfeuer oder jetzt einfach nur, wenn ich aus... weiß nicht, setzen die Sklaven ein? Schauen wir mal. Pause. Feuer. Feuer ist uncool. Ah, ich sehe Seen. Wie sie sehen, sehen sie Seen. Alles klar. Und da... Da sehe ich doch wen. Das müssten, glaube ich, die schottischen Rebellen sein. Diese Schufte. Dieses Unholdtum muss nun gestoppt werden. Ich würde mal sagen, machen wir los mit der Spaß. Ihr könnt auf uns zählen. Selber Spaß. Wir können Vorratslager bauen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das sage ich mal nicht nein. Die ersten Holzfäller. Bitte, danke. Gerne. Ein paar mehr, bitte. Noch ein paar mehr, bitte. Mehr. 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 Und die, ja, um die Streitkolbenkämpfer müsste ich mich langsam mal echt kümmern. Ansonsten gehen wir mal den Weg hier und da und dort. Bier klingt mir sehr gut für hier. Okay, Lücken hieß es, ne? Machen wir mal hier ein Zweier. Hallo Brunnen, du kommst mir mal hier dazu. So, zweimal das. Dann schauen wir mal, dass das Hopfen reinkommt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, haut ihr ab. Dankeschön. Attention, please verdünnisiere sich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, ein paar Jägerhütten. An sich ein paar Hütchen noch.
zack, zack. Wir benötigen Holz. Okay, jetzt haben wir schon Holzprobleme. Können wir Marktplatz bauen? Wir können. Wir benötigen Holz. Wir müssen nicht das Holz dafür. Gut, machen wir mal. Womit wohl kann ich dienen? Wenn ich die Lanzenträger verschwende. In Anführungszeichen verschwende, sofern man Lanzenträger verschwenden kann, tatsächlich. Es werden Rekruten benötigt sein. Armbobrusto. Oh, komm schon. So. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Ich bin opulent und ignoriert, alles klar. Achtung, Achtung. So, du erschießt mir mal die Typen da drüben. Und Marsch. Hallöchen, Mathilda Appleblossom. Ja, Himmel. Momentchen. So, weiter geht's. Was mich mal interessieren würde, wie weit... Oh ja, ein bisschen drin sind wir, aber längst noch nicht drin genug. Du gehst mir jetzt mal nicht zurück zum Ausbildungslager, sondern... Vorwärts. Leute, eure Deckung wird gerade weggefällt. Ich wollte es nur gesagt haben, falls es jemanden stören sollte. Okay. Achtung, Sire. Gut, stört auch nicht beschossen zu werden. Von daher passt das ja. Das sind sehr passive Rebellen, muss man sagen. Woodsmen have seen a band of enemy troops headed this way. Uncool. Die erste Welle wärmen wir mal so ab. Verbalien-Style, ein bisschen kiten und ein bisschen durch die Fallen locken. So, okay, zack, zack. Dann bitte noch mehr Armbrüste. Keine Arbeit, Sire. Waffen geschultert! Und was haben sie gesagt? Schwerter und Rüstungen, ja? Kommt drauf an, was mich angreift. Würde ich mal sagen. Ich könnte auch mal gucken, ob ich Stein abbaue, ne? Aber... We are under attack. Da oben gibt es Stein. Okay, Lanzenträger. Ja, okay, da würden sich... Ja, ein Streitkampfkämpfer. Ja, da würden sich wirklich Schwertkämpfer lohnen. Um da mal eine ordentliche Rasur zu starten. Bereit, eure Lordschaft. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. Bisschen besser aufpassen auf mögliches Feuer. Ich kenne doch die Spirenzchen. Die Spirenzus Maximus. Ja, oh bitte. Gott. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Hi. Was habt ihr vor? Wie läuft's so? Allzeit bereit. Ja, da wischt's ganz gut welche. Die hier fokussieren wir mal fix. Dann die Streitkolbenkämpfer aufs Korn nehmen. Ritter, du hilfst. Sehr gut. Bisschen zurück. Das sind noch Streitkolbis. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Die Bogenschützen kannst du dir jetzt krallen, mein Freund. Ihr schaut mit ein. Ist das aus, als wäre jetzt von seinen Kameraden von hinten abgeschossen worden? Ah ne, es war Armbrustschütze. Sah auch so aus, als hätte der Lanzenträger Lebenspunkte verloren im Sumpf, aber ich glaube, das war noch ein Bogenschütze, der Schaden angerichtet hat oder so. Okay, es müsste gewesen. Es gibt echt keine andere Steinquelle als die, oder? Es sei denn, ich bin mal wieder blind. Das würde ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, es gibt nur die Quelle da hinten. Gut, okay, und einen Marktplatz. Den hätten wir ebenso. Machen wir ein paar mehr Ochsen hier auch bei der Distanz. Um das Gebäude zu verwalten. So, wir brauchen mehr Arbeiter. Ja gut, dann hätten wir dies, dann hätten wir das, dann hätten wir jenes. Dann hätte ich wirklich noch gerne jetzt eine schöne Schenke. Noch einen weiteren Brunnen. Und noch eine zweite Schenke. Dann hätten wir genug für die 60 Einwohner. Die machen wir mal außerhalb der Burg, weil hier drin möchte ich jetzt mit Platz ein bisschen vorsichtig sein und die Burg auch relativ klein halten, weil sehr viel Stein haben wir nicht. Es sei denn natürlich, ich darf mit dem Marktplatz agieren. Schauen wir mal. Ja, ich könnte Stein kaufen, wenn ich wollte. Das ist dann natürlich praktisch. Dann könnte ich mir damit auch Abhilfe schaffen. Eisen nehme ich mir doch auch gerne, wenn ich das schon so offensichtlich sehe. Zwei Minen. Da könnte ich auch noch was holen.
Eigentlich könnte ich dort, wo jetzt die Minen stehen, auch schützen. Positionieren, ne? Plostieren. Wohin gehen wir? So, machen wir mal doch die Streitkampfkämpfe da drüben weg. Zur Stelle erreichbar. Dann hört auch mal die bedrohliche Musik auf. Ist ja grauenvoll. Wir wollen doch entspannen im Krieg. Allzeit bereit. Scouts report a large force of the enemy's men are marching towards us. Sie merzen in unsere Richtung. Nein. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Das Volk huldigt. Jawohl. Das Kammer leert sich. Die Steuern kommen rein. Perfekt. Wie die fast im Takt schießen hier. Schade jetzt nicht mehr. Also piu, piu. Achtung, los! Sag bloß du... Sag mir bitte, du kommst dann noch außen rum. Nicht, dass du jetzt hier festhängst. We are under attack. We are under attack. Oh, super. Zum Glück. Zum Glück. Ich hatte echt Angst, dass mein Steinbruch gleich wieder kaputt geht. Da hat er keine lange Karriere gesehen. Nennt euren Wort. Ach, Schwertkämpfer wären natürlich gut zum Verteidigen. Gerade gegen solche leicht gepanzerten Truppen wie hier. Aber andererseits... Und... Marsch! Ja, bitte. Auf der anderen Seite sollte man nicht vergessen. Wir rücken aus. Und weiter. Ein sehr wohl. Bisschen zurück, bisschen kommen lassen. Und wieder gegen. Und der Ritter hilft. Sie haben keine Chance. Oh, ein erster Pikinier. Wohin gehen wir? Aber was habt ihr vor auf Sie? Ein bisschen Bogenschützen können wir ja auch mal mitmachen. War durchaus beabsichtigt, da ich nicht umgestellt habe. Okay, wir haben noch ein paar Leute übrig. Ansonsten ist soweit alles okay. Dann könnten wir noch ein kleines bisschen Schwert- und Rüstungsproduktion machen. Ich sehe schon, komm, jetzt mache ich wieder paranoid hier alles mit Brunnen zu und dann passiert nichts. Schwertkämpfer, Rüstungen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Es kann noch, es könnt ihr überspringen, aber es sollte gerade bei der Menge der Brunnen eigentlich noch okay sein. Oh, und es kommen Steine rein. Endlich. Wird auch Zeit. Waffen könnten wir zumindest Bögen kaufen im Notfall. Und wir machen mal unser erstes Torhaus. Ich werde übrigens immer gefragt, warum ich mein erstes Tor... Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erklärt, aber ich kann es ja nochmal sagen. Warum ich mein erstes Tor immer Richtung Gegner setze, ist... Mein erstes Tor dient immer als improvisierter Turm. Um schon mal gleich die ersten Truppen drauf zu setzen. Ich mache ja meistens noch ein zweites Tor aus. Ich mache meistens noch ein weiteres in Richtung Wirtschaft hinten raus, wo auch immer es gerade benötigt wird. Hier gibt es gar nicht. Okay, hier wird es sich trotzdem lohnen nach hinten raus. Hier wird es sich eigentlich lohnen, wirklich fast in jede Richtung eins zu machen, ja. Aber ansonsten dient das erste Tor für mich immer als improvisierte Schützenplattform, als improvisiertes Turm, weil Torhäuser bieten mehr Schutz als blanke Mauern. Eigentlich schon ähnlich gut wie die niedrigeren Türme. Das sollte man nicht unterschätzen. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. So, haben wir immer noch ja, haben wir. Komm, nehmen wir mal die Bogenschützen, die sind schneller da. Können wir ein bisschen Stress machen. Dass mal ein bisschen Ruhe ist. Wir sind bereit. Ich sag's euch, dieser Stress. Scouts report a large force of the enemy's men are marching towards us. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my lord. Scouts report a large force of the enemy's men are marching towards us. Bin zur Stelle. So viel zur Ruhe. Achtung! Kommen Sie schon? We are under attack.
Bin zur Stelle. Waffen benötigt. We are under attack. Doppelt? Ja, hält besser, ne? Womit kann ich dienen? Bogenschützen bereit. Okay, mal alle auf den Posten, ihr Pfosten. Sire, Waffen geschultert. In diese Richtung bitte auch. Bisschen wir sind vorsichtig bereit. Sein. Bereit. Guck mal, die Bogenschützen dahin. Die sind schneller da. Euren Wunsch. Okay. Aktuell haben wir noch nicht zugemacht, aber wir sind auf einem guten Weg. Und weiter. Sehr wohl. Wie der Ritter mit den ganzen. Das ist so ein Sinnbild für die französische Armee tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch ziemlich gut von Philipp dargestellt worden, auch wenn es eigentlich eher Frankreich war im Spätmittelalter, also gerade zur Zeit des 100-jährigen Krieges. Und der Philipp II., der bei den Kreuzzügen, der ja hier in Stronghold Crusader verewigt ist, der, das spielt zu einer anderen Zeit, aber es spielt so ein bisschen so diese französische Mentalität, Herren nur aus bewaffneten Bauern zu haben und dann eben diesen Ritteradelsstand. Aber okay, das mit den bewaffneten Bauern, das haben viele Staaten so gemacht. Es gab kaum stehende Heere wirklich. Es wurden einfach schnell Truppen ausgehoben, wenn es zum Krieg kam. Aber Frankreich ist eines der prominentesten Beispiele dafür, dass es eben diesen Ritteradelsstand gab von den unglaublich teuer ausgerüsteten Edelmännern und dann eben nur Bauernsoldaten. Dementsprechend, das soll auch Philipp darstellen, also so auch mit seinen Lanzenträgern und den Rittern. Und ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum hier die Schlacht von... Oh nein. Harnische, ihr betrügt mich. Aber nicht nur ein bisschen Himmel. Ich habe gehört, man kann abreißen in diesem Spiel. Ist natürlich nur ein Gerücht. Ich hab mal bei mir Burg zu... Ist jetzt keine ultra kreative Burg, aber es ist eine Burg. Danke, danke. Nein. Was? Ein Preis für mich? Rücken aus. Ich bitte euch. Oh Gott, haben wir viel Holz. Ich bin echt. Komm, ich kaufe jetzt. Ich sehe gerade, wie viel Geld ich habe. Woodwin checkt sein Bankkonto. Danger, my lord. A massive army will soon be upon us. Schön wär's. Wenn sich Rilaf auch so leicht Geld verdienen lässt, lassen würde, wie in Stronghold, ne? Bier aus Schank und Steuern hoch. So. Ich mach's meinen eigenen Staat auf, das ist meine Politik. We are under attack. Wir haben zu. Ich habe zu. Es hat jetzt natürlich den Nachteil, dass die... Oh nein. Okay, wir hatten eh keine Steinproduktion mehr, von daher passt das. Brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Was nicht da ist, kann schon mal nicht kaputt gehen. Schwertkämpfer raus! Wie mache ich meine Türme? Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Na gut, ich kann diese eh nicht machen wie beim anderen Aufbau. Würde ja niemanden umbringen, außer die Gegner im Idealfall. Dann tuten wir das mal tun. Könnten wir auch Ballisten machen? Können wir. Hi. Strandkumpfkämpfer, die verputzten Schwertkämpfer zum Frühstück. Pikiniere sind eher eine Bedrohung. Oh, Leitern. Ja, das ist eine interessante Änderung. Das ist eine angenehme Veränderung. Nein, mein Eisen. Ihr habt den Zorn Richards heraufbeschworen. Oh, Pikiniere, die mir meine Welle knabbern. Oh, Schwertkämpfer, jetzt geht's aber los hier. You have been kicked vom Server. Da fliegt er. Ich hätte gerne noch Türme gebaut, danke. Andererseits, so eine reine Wallburg hat doch auch was. Wisst ihr was? Kommen Sie mal außergewöhnlich, weil ganz ehrlich, meine Burg mit Türmen kann ich ja immer wieder machen.
Seid gegrüßt. Ich könnte ja mal hergehen und sagen, ich mache statt Türmen. Nur solche Dinger hier. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Haha. Erinnert das fast so ein bisschen an einen Stern vor. Bloß, dass es kein Stern ist. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Aber ja, Sternenforce waren ja dann später die Perfektionierung der Bautechnik. Keine toten Winkel mehr zu hinterlassen. Da hast du von überall auf alles schießen können. Das war es ja auch umso wichtiger, weil da schon Schusswaffen waren und da ging es ja nur noch um Fernkampf quasi. Ist das Ding größer als die anderen? 1, 2, 1, 1. Ja, ich glaube, ich könnte das mal auch eins größer machen, würde ich sagen. Ich bin mir gerade unsicher. Mach mal. Wir werden sehen. Eure Beliebtheit sinkt. Die Leute verlassen die Burg. Wow. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Guten Morgen, eure Lordschaft. Mal auswählen. Sire. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Gott, ist das ein Riesenteil. Nee, so groß war es doch nicht. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann war das nur eine optische Täuschelung. Die Musik hat sich wieder verabschiedet. Eure Beliebtheit Die Musik steigt. Dachte sich einfach, I'm out. Mic drop. Okay, Leute, das war's. Ich bin weg. Tschüss. Es kommen Leute zur Burg. Ah, das da unten ist größer, oder? Total verwirrt. Ich glaube, ich habe in diese Richtung länger gemacht hier bei den Teilen. Das kann sein. Das ist, glaube ich, der goldene Unterschied. Dementsprechend kann ich hier auch eins zurückgehen. Hauptsache, ich bin hier wieder am perfektionistisch. Die sollen sich mal Zeit lassen. Ich bin da noch nicht. Oh Gott, das ist jetzt total verwirrend. Danger, my lord. A massive army will soon be upon us. Immer mit der Ruhe, ich bin noch nicht fertig. Ich brauche noch was fürs Thumbnail. Leute, stopp. Ohne Scheiß, das könnt ihr nicht machen. Stop. We are under attack. Sire, so, damit gebe ich mich jetzt zufrieden. Das müsste auch der letzte Angriff sein, ne? Eure letzte Befehle Schlacht in meinem improvisierten Stern vor. We are under attack. Im Laufschritt. Wohin gehen wir? Bin zur Stelle. Verteilt euch überall. Zur Stelle. Und von mir ist auch auf den Marsch. Zinnen. Achtung. Gezündet die Männer. Bogenschützen bereit. Ach so. Und Zinn drüber gießen. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Äußerst bezinnlich. Oh ja, kommt. Muss man auch mal haben, sowas. Bis jetzt kam noch gar kein Feuer. Ich bin fast enttäuscht. Ich soll es mal nicht zu laut sagen, ne? Ich hätte noch, wenn ich noch mehr Zeit hätte, ich hier noch ein bisschen rumgespielt in den Torhäuser und noch irgendwas gemacht. Ja, da sind sie, die Schotten. Eure Lordschaft, spürt meine Klinge! Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Ich sehe den Weg nicht. Schiebt sie weg! Sie sind wehrlos! Seid gegrüßt! Einer für alle!
Okay. Wir sind bereit. Ja. Ja. War dann doch ganz... Also nachdem ich die erste Kampagne so übel an den Klabautermännern genommen hat, bin ich tatsächlich überrascht, dass ich das so richtig entspannt erzielt. Ich hab wirklich gemütlich vor mich hingespielt und das ging eigentlich ganz gut alles. Das war auch der letzte Angriff, ne? Yay! Victory! Ja, schön. Diese Türme haben wir auch noch nicht gesehen. Es wird echt sehr gut zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt seht und ich sag, habe ich wahrscheinlich schon den Livestream gemacht. Ich möchte... Heute ist das übrigens, wo ich den Livestream machen will, zu... einfach Skirmish-Modus ein bisschen Stronghold Europe spielen, weil... Ja, das meiste Schöne von Stronghold Europe sehen wir halt wirklich gar nicht, ne? Also gerade das Besondere von wegen... Du hast Stronghold Crusader auch mit den ganzen Söldnereinheiten und denkst allen, wirklich allen Technologien, eben mit Stronghold 1 Grafik, ne? Aber gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und die Skirmishes halt vor allem, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei Mission 5. Stirling, die Highlander.